Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Elevator-Vlog-Folge. Wir haben ja in der letzten Woche schon ein wenig angekündigt, dass wir euch Neuestes von der NAMM-Show präsentieren wollen. Und da war unter Pioneer natürlich auch am Start. Den kennt ihr schon, das ist der RMX 1000. Den packen wir erstmal zur Seite, weil heute geht es um den RMX 500. Das ist der kleine Bruder von dem 1000er. Rank und schlank, ein wenig in der Breite hat er abgenommen und in der Höhe. Die Isolationseffekteinheit, die fehlt hier. Dafür ist der Preis da super schmackhaft. 3,87 kostet aktuell das gute Stück bei uns im Webshop. Könnt ihr auch hier direkt unseren DJ-Store hier antesten. Es ist ein externes Effektgerät. So viel sei schon mal gesagt, dass ihr über Send Return hier an den Pioneer Mixer oder an jeden anderen Mixer über eine Send Return Schleife anschließen könnt. Das intuitive Layout, das war ja schon beim 1000er gegeben und das wurde jetzt hier, wenn man das sieht, auch 1:1 beim 500er übernommen. Wie gesagt, die Isolationseffekteinheit, die gibt es nicht. Dafür die schönen, großen, griffigen Potis, die jetzt im Gegensatz zu dem 1000er auch noch drucksensitiv sind. Das heißt, ihr habt da noch eine Möglichkeit, zusätzliche Effekte abzurufen, indem ihr da drauf drückt. Ich finde die auch noch eine Spur griffiger. Und im Vorfeld sei gesagt, mir gefiel der 500er jetzt im Antesten richtig gut. Kommt wie gesagt auch für einen schmaleren Geldbeutel in Frage. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal ein paar Effekte. Generell haben wir hier links, wenn wir hier einmal rüberschwenken, die Rhythmussektion, wo ihr verschiedene Parameter anwenden könnt, die den Rhythmus verändern, sei es ein Roll, ein Trans oder einen Rhythmus hinzuaddieren. Darunter ist die Sample-Sektion, wo ihr verschiedene Samples wie Kick, Snare, Clap, Hi-Hat und Cybele dazu spielen könnt, rhythmisch oder auch per Sequenzer eintriggern könnt. Das mache ich gleich auch einfach mal. Und hier rechts haben wir die berühmten Effekte vom RMX 1000er, eben auch schon bekannt. Mod, Echo, Noise, Spiral Up und Reverb Up. Geht in diese ganze Build-Up-Sektion, also aufbauende Effekte. Und ja, was zum Runterkommen auf der Aufdauer sind die Breakdown-Effekte, wozu eben auch die Filter zählen, Spiral Down und Reverb Down. Und das Ganze könnt ihr über ein Echo, könnt ihr die Quantisierung auch noch einstellen. Ich würde sagen, ich haue hier einfach mal irgendwas rauf und moduliere wie ein Geisteskranker. Also wir haben hier den Effektkanal scharf geschaltet. Geht's einfach mal los, würde ich sagen. Thank you.
haben wir euch mal einen kleinen Einblick gegeben. Ich habe extra mal eine Klappe gehalten, dass ihr einfach mal die Effekte wirklich hört, die wir da einfach mal intuitiv hier reingeknallt haben. Ihr seht, also mir hat das Ding jetzt gerade echt einen Heidenspaß gehabt, gemacht, wie auch immer. Die BPM-Auto-Funktion funktioniert sehr gut. Das haben wir jetzt hier im Test eben, das habe ich eben euch vorweggenommen. Der hat natürlich eine Auto-BPM-Funktion, die eben gesynkt abläuft. Das heißt, alles, jedes Signal, das ihr hier durchschleift, wird entsprechend getaktet, sodass die Effekte auch immer on point sind. Das klappt mit der kleinen Sample-Sektion übrigens auch sehr gut. Ihr könnt die Lautstärke von den einzelnen Samples auch anpassen, sodass man, weil die relativ laut aufgenommen sind, und da hatte man beim 1000 oftmals das Gefühl, dass sie in die Boxen zerknallen, aber auch da konnte man die Lautstärke ändern. Das haben wir jetzt hier nochmal schön separat gehalten. Ja, summa summarum, es macht einen Heidenspaß, das Ding. Schaut es euch einfach mal bei uns an. Unser Tipp für die Woche. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.